Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, heute hinterleuchten wir mal, ob diese Kleinen, oder was heißt die Kleinen, eigentlich die Feuerwerkerin und auch der Drache ganz gut auch für kleinere Accounts zu benutzen sind. Denn ich habe jetzt eben was mit Erschrecken feststellen müssen, muss ich sagen. Denn wir haben ja auf den kleinen Accounts, ich bin ja in Rathaus 8 hier mit dem kleinen Toto, habe ich natürlich nur 200 Truppen und habe jetzt eben gesehen, dass der Drachen hier ja schon 40 Wohnraum nimmt. Das ist schon ziemlich viel, aber ich habe jetzt mal einen mitgenommen, denn wir müssen zwei Drache benutzen, also auch die Lokalisierung hier. Ihr wisst, bei Clash of Clans gibt es immer mal wieder eine Umfrage, ob Übersetzungen alle so toll sind und so weiter, feiere das Mondneujahr mit uns und so weiter, aber zwei Drache müssen benutzt werden. Okay. Dann benutzen wir mal zwei Drache, okay? Ihr wisst schon, was ich meine. Dann benutzen wir mal zwei Drache. Das Doofe ist, bei mir passen nicht zwei Drache in Clanburg, sondern bei mir passt nur ein Drache in Clanburg. Und okay, die brauche ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht anfragen, weil hier kein Mensch ist. Aber doch, hier sind ja doch noch Leute. Jedes Mal, wenn ich anfange aufzunehmen, ist meine Musik immer so laut. Das heißt, wir nehmen uns mal selber Drache hier rein. Würde ich sagen, wir nehmen einen Drache selber. Was kostet? 13 können wir uns leisten. Okay. Wir nehmen einen Drachen selber mit rein und einen habe ich in der Clanburg. Beziehungsweise einen habe ich selber mit. Die Konstellation hier, gerade in den kleinen Accounts, ich habe jetzt heute erst die Golems bekommen oder gestern, keine Ahnung, kann ich die Golems natürlich auch als Tanks vorschicken. Ansonsten tun sie sicherlich auch. Macht sie sicherlich oder tut sie sicherlich auch Frau Pecker. Wir gehen mal in die Suche rein. Ich bin ganz gespannt. Ich habe damit schon mal angegriffen, sogar im Clankrieg, glaube ich. Allerdings war da alles noch Level 1 irgendwie, aber leveln kann man die ja jetzt letztendlich nicht. Und das schon 9er. Meint er, den können wir uns zutrauen. Hier, der ist ja wirklich schwach, ein schwacher 9er. Allerdings, ich habe auch ein paar Magier dabei, falls denn noch irgendwas aus der Clanbuch kommt. Mein Gift ist noch auf 1. Okay, da ist ein bisschen mau. Das ist ein bisschen mau, aber nicht so schlimm. Die Luftabwehren sind da, da und da. Ich denke mal, wir setzen hier mal unsere Luftabwehr hier. Und eine nehmen wir mal hier rein. Dann haben wir die beiden Drache schon mal benutzt. Ne? Dann haben wir die beiden Drache schon mal benutzt. Ein, zwei Mauerbrecher hierin. Reicht das? Ja, reicht vollkommen. Und hier die 6 gleich dahinter. Die nächsten Mauerbrecher hier mit rein. Kicken hier auch mit drin. 1, 2, 3, 4 und einen Ballon und dann soll es hier erstmal durchgehen Richtung gegnerischen King. Auch King bleibt doch drin. Okay, ich würde sagen, wir heilen hier meine beiden Packers mal durch, obwohl die jetzt auch nicht so dolle da Beschuss bekommen. Nochmal ein bisschen PS machen hier. Sieht aber noch ganz gut aus. Jawohl, die 600 sind auf jeden Fall unsere. Und ich muss, ich nehme die Queen hier mal in Frost und in Gift. Scheinbar kommt ja kein anderer Gift, aber meine Drachen haben auch so gut gehalten. Ne? Das war jetzt auch mal wieder echt eine Kauderwelsch-Space hier, die ja so keine Gegenwehr, überhaupt keine Gegenwehr zeigt. Und die Feuerwerkerin, ich hab schon in den Livestreams gesagt, Alter, die begeistern mich völlig. Die reißen mich hier richtig vom Hocker, denn die sind echt mal nice. Muss ich echt mal so sagen. Ich baue die an mir jetzt gleich noch ein bisschen um. Weil ich habe, obwohl das nur mit den Packers eigentlich auch nicht schlecht ist, ne? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, Packer oder Golem als Tank. Eigentlich ist der Tank der Golem. Ja, aber Frau Packer geht natürlich ein bisschen geschmeidiger durch Mauern durch, muss man ganz klar sagen, wenn die im Wege sind. Und deswegen glaube ich, brauchen wir nochmal Frau Packer nach. Und als nächstes habe ich hier allerdings jetzt auch einen Golem drin. Jetzt frage ich auch mal ganz normal an, ob ich das hier wirklich nicht vielleicht auch kriege. Ich habe noch 7 Minuten Zeit. Ich lasse erstmal bauen. Lass mir eben mal Clanburg spenden und dann machen wir einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Mal sehen, wie viele Punkte wir noch reinkriegen. Aber die Punkte werden ja jetzt auch ein bisschen mehr, habt ihr ja gesehen. Es gibt jetzt schon 600 und bei den kleinen Accounts hat es ja auch schon gesagt, die haben es halt einfach ein bisschen einfacher im Moment, weil die können einfach so nur die Clanburg machen und bekommen volle Punktzahl. Bei den größeren Accounts ab 2 Helden, ab dem 3. Held, dem Warden, musst du halt immer die Warden Platte machen, so nenne ich sie immer, das Plateau vom Warden mitmachen und die Clanburg. Das heißt also, es wird eigentlich in den kleineren Accounts hier, schaffst du den Pass eigentlich viel, viel einfacher. Ihr solltet euch auf jeden Fall den Pass so weit freischalten können, dass ihr euch beim Händler hier den Frostpfeil holen könnt. Und auch wenn ich jetzt noch keine Queen habe, habe ich den Frostpfeil später wohl freigeschaltet. Ich hoffe es, ansonsten muss ich natürlich ein Ticket bei Supercell aufmachen, aber ich mache einen kurzen Cut.
und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Yo, meine Armee ist jetzt fertig und ihr seht, ich habe jetzt auch mal beides gebaut. Hier sieht natürlich auch gar nicht mal so schlecht aus, hier der Azur-Drachen. Aber 40 Platz hier bei den kleinen Accounts, das ist schon heftig. Da gehen dann nicht viele mit, aber ich habe natürlich noch eine streitkräftige Armee nebenher. Ich habe wieder zwei Drache. Ja, wir müssen ja noch so ein, zweimal Drache benutzen. Also zwei Drache müssen benutzt werden, weil ich will unbedingt den Ressourcentrank haben. Oder den Forschungstrank, besser gesagt. Denn gerade die Sachen Tränke und so immer nur mit Medaillen holen, das ist auch doof. Ist natürlich schöner, wenn man die dann hier in den normalen Sachen so kriegt, was Supercell dann so anbietet. Und fünfmal Drache geht doch, oder? Fünfmal Drache kriegen wir hin. Rathaus 8 auf Rathaus 8 sind wir gerade. Wir haben gerade eben Neuner down geschlagen. Ne? Dann nehmen wir jetzt mal den Achter hier, weil der ist auch gleich wieder doppelt so stark, wie der Neuner eben war. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe einen Golem im Start, wieder mal den Drache hier von Ecke. Und ich weiß gar nicht, wo wir den Azur-Drachen nehmen. Sollen wir den Azur-Drachen auf der anderen Seite nehmen? Da ist aber auch eine Luftabwehr. Wir nehmen mal den Azur-Drachen hier von der Seite und jetzt schon mal den Golem hier drin. Mauerbrecher brauche ich sicherlich jetzt etwas mehr, oder? Ein, zwei. Oh, die gehen kaputt. Oh, ich bin auch ein Held. Ich bin auch wieder ein Held, Leute. Aber okay. Und ich habe auch gar keinen Sprungzauber dabei. Ne? Also müssen wir uns hier mit den Feuerwerkerinnen durchballern. Und zwar richtig durchballern. Oh, mein Drachen ist schon kaputt. Tolle Wurst. Hallo, wo sind meine ganzen Truppen? Ja, das klappt ja gut hier. Gegen den Neuner eben noch abgerockt ohne Ende. Und den Achter hier kriegen wir nichts gebacken, oder was? So weit kommt das noch. So weit kommt das noch. Da müssen wir hier einmal durch. Ja, okay, das ist halt der Nachteil hier, finde ich halt am Golem. Der latscht dann halt überall rum, aber nicht da, wo er in die Mitte reinkommt. Klopft hier halt so ein bisschen auf die Mauern. Das ist halt das Düsselige hier. Aber wir können, glaube ich, hier mal unseren zweiten Drachen mit reinnehmen. Und hier machen wir den Weg für den Golem frei. Der hat ja nun wirklich echt nichts zu tun jetzt. Am besten sind hier die Feuerwerkerinnen. Die bomben hier einfach alles weg. Der Magierturm hat keine Schnitte. Und die sind also wirklich auf kleinen Stufen. Kann ich sie euch nur empfehlen und an die Hand legen. Die sind wirklich echt stark. Gerade so zum Farmen. Und ich denke aber auch mal im CK. Im Moment bin ich nicht im CK eingeplant. Hier bin zu gut. Ich bin zu gut für diese CKs. Genau wie andere auch hier, die so ein bisschen anders spielen als die Masse hier. Aber die Feuerwerkerin, Leute, da sind wir uns einig. Die sind, die nutzen wir noch 8 Tage, oder? Richtig krank, die Truppe, ey. Meine Herren, es gibt ja immer, meistens in den Updates gibt es ja, aber nicht in den Updates oder in den Events, gibt es ja meistens immer irgendwie so ein Trüppchen, die so ein bisschen OP wirken. Und ich glaube, die sind es hier im Moment. Egal in welcher Rathausstufe, ich nehme die auch mit 16 mit. Und das Ding hier auch wieder gerackt. Schöne 600 Umschläge, mal gucken, wo wir jetzt stehen. Da haben wir nochmal den Bonus reinbekommen, sehr schick. Und ich frage das auch gleich wieder an, weil wir müssen ja nochmal Drache benutzen. Halt, das brauche ich nicht. Nächster Bauarbeiter ist gleich erst frei. Und mal sehen, wie weit wir in der Pinata sind. Wir sind jetzt bei 4867, auch noch nicht so weit. Müssen wir eigentlich ein bisschen mehr machen hier, ne? Aber wir haben ja noch 6 Tage, 19 Stunden Zeit. Also da geht auf jeden Fall noch was mit den kleineren Accounts auch. Ich will auf jeden Fall den Pfeil haben. Ich kann mir nicht alles durchjammen hier. Bei einigen Accounts mache ich das tatsächlich, Leute. Da jamme ich mir den Pass mindestens mit 900 durch. Also 10 Schritte. Das werde ich jetzt auch heute oder morgen machen, damit es sich auch noch lohnt. Weil hier hinten in dem Bonusfahrt kann man das übrigens nicht machen. Apropos Bonusfahrt, Leute, falls ihr es nicht gewusst habt. Es gibt im Bonusfahrt, beziehungsweise es gibt noch eine Envelope Community Challenge. Es gibt hier noch eine Challenge, Leute. Und zwar, die ging aber jetzt schnell bei mir auf, weil ich sie schon mal auf hatte. Wenn ihr an der Challenge teilnehmen wollt, dann müsst ihr den Bonusfahrt komplett durchgespielt haben. Einmal den Bonusfahrt komplett durchgespielt haben und das ist der Deal. Es gibt dann 10.000 Gems für einen Spieler. Dann gibt es weiter ein Bundle mit einem Hammer auf Building, Hammer auf Fighting, ein Hammer auf Spells und ein Hammer auf Heroes für 2 Spieler. Dann gibt es ein Dragon King, Dragon Queen, Lunar King, Lunar Queen Skins. Ui, tut auch für 2 Spieler. Und es gibt schöne Shiny Ores, Sternerz und Glimmererz, sehr, sehr schick. Also hier nochmal der Preispool und das Ganze startet gestern, glaube ich, war das, ne? Das war, glaube ich, gestern und endet am Freitag, den 22., weil natürlich auch
Entschuldigt. Das Event bis zum, ich glaube, bis zum 21. geht oder bis zum 22. halt, ne? Dann endet das Ganze und könnt ihr auf jeden Fall dran teilnehmen. Voraussetzung ist halt, dass ihr den Bonusfahrt durchgespielt habt. Da müsst ihr dann nicht irgendwo irgendwas melden oder so, so nach dem Motto, hier, ich habe den durch. Ja, sondern es heißt All Player, wo complete the Bonus Track will be entered into a giveaway pool. Also alle, die das geschafft haben, landen automatisch da drin. Das finde ich nicht schlecht. Okay, da starte ich mein Spiel eben mal neu. Und ich wäre aber auch dann soweit fertig. Nochmal der X, nochmal eben mal geschrieben. Man sollte sich ja auch immer für gewisse Sachen hier bedanken. Wenn euch die kleine Folge gefallen hat, hier von dem kleinen Rathaus mit den Feuerwerkerinnen und auch ausnahmsweise mit den azublauen Drachen, obwohl ich muss wirklich sagen, 40 Platz für den blauen Drachen, das ist ein Wort zum Sonntag. Ich meine, da kann ich hier 5 Stück mitnehmen und dann bin ich voll im Armeelager. Das sieht natürlich ganz anders aus bei Rathaus Level 16, wo ich 320 Truppen habe. Da kann ich noch ein bisschen Beiwerk mitnehmen. Aber ich glaube, damit lässt sich ganz gut farmen. Zum Farmen kann man ganz gut nehmen. Aber die Feuerwerkerin, Leute, da sind wir uns einig. Die sind einfach spitze, oder? Die sind einfach spitze. Würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und heute Abend in den Livestream reinschauen. Wir wollen ja in Happy Birthday to Me meinen Geburtstag reinfeiern. Und ich wünsche euch aber trotzdem, falls ihr es nicht schafft oder so, ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin. Danke, euer Toto. Clashed.